auf der neuen Platte von einem One-Night-Stand, das ich hatte. Und das war... Ja, passiert. Ja? Wollte ich aber eigentlich gar nicht haben. Ja, so ist es. Ich wollte die Dame eigentlich wirklich kennenlernen und die daten, ja. Und wirklich irgendwie, wir wollten eigentlich, weiß nicht, lange was essen gehen und uns mehrere Male treffen. Und dann ist das so in einer Nacht geendet und dann war so, war halt irgendwie so der ganze Zauber weg. Also war schon schön, ne? Also, aber es war halt irgendwie nicht das, wonach ich gesucht habe und irgendwie, wonach man, glaube ich, allgemein sucht. Man sucht ja nicht nach so kurzlebigen Ereignissen, sondern eher nach was Langfristigem, was da bleibt, ja. Und dann habe ich den Song mit einer Kollegin zusammen geschrieben, und zwar mit Sarah Connor. Und war mit der schon. Ja, also, nur um das klarzustellen, um die geht's nicht, ja? Also, das haben mich nämlich schon gefragt, ach was, Sarah, um die es geht? Ja, ja, nee, schade eigentlich, aber sie hat vier Kinder und verheiratet, deswegen lasse ich davon die Finger. Aber sonst ist das ein ganz schnuckes Ding. Ich habe auf jeden Fall die Story erzählt über dieses Wahnsinnswert und sie meinte so, ja, kann ich verstehen. Und lass uns mal schreiben, der jemand vermissen heißt. Und der geht so. Ich will alles dafür geben, damit ich alles, was ich habe.